Hallo, wir sind die FED und wollen die Natur erforschen. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Professor. Zu Beginn dieser Stunde eine ganz wichtige Frage an euch alle. Was glaubt ihr eigentlich ist Chemie? Ich! Ja bitte, Erika. Alles, was schlecht und schädlich ist. Wo hast du denn so einen Blödsinn? Das hören wir doch überall. Sofort die Flasche her, Carina. Na gut, eine andere Frage. Glaubt ihr, gibt es einen Zusammenhang zwischen Chemie und Natur? Will sie uns damit sagen, dass Chemie so wichtig ist, dass es sogar in der Natur vorkommt? Ich weiß auch nicht, was sie sich schon wieder einbildet. Hä? Ich verstehe die Frage nicht. Zwischen Natur und Chemie sehe ich gar keinen Zusammenhang. Cora, Elena, umdrehen. Wir sind ja nicht im Kaffeeklatsch. Natürlich. Also ich würde vorschlagen, wir gehen nach draußen und ich zeige euch, was Chemie wirklich ist. Soll da draußen jetzt Chemie sein? Schau dich um, Carina. Alles, was du sehen kannst. Also ich sehe einen Baum. Der hat aber wohl wirklich nichts mit Chemie zu tun, oder? Aber bitte, denk doch an die Photosynthese, die die Blätter betreibt. Bei der Photosynthese nimmt der Baum Wasser und Kohlenstoffdioxid auf und dies reagiert dann zu Glucose und Sauerstoff. Und wer weiß, wozu der Baum Glucose braucht? Das ist seine Nahrung. Aber wozu benötigt er Sauerstoff? Naja, Sauerstoff ist eigentlich nur ein Nebenprodukt. Das gibt er dann wieder an die Luft ab. Aber immerhin sehr, sehr wichtig für uns Menschen. Die Bestandteile der Luft nochmal zur Wiederholung. Die Luft besteht aus 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff und 1% Argon. Andere Spurenelemente sind Methan, Wasserstoff, Ozon und Kohlenstoffdioxid. Und was ist damit? Naja, auch der Apfelstrotz voller Chemie. Er hat ca. 300 Inhaltsstoffe. All diese sind chemische Verbindungen und Elemente, wie Glucose, Fructose, Wasser, Vitamine, Calcium und Eisen. Ah, jetzt habe ich es. Die Erde hat doch bestimmt Chemie. Nein, Helene, auch die Erde besteht aus zahlreichen chemischen Elementen, wie Sauerstoff, Silizium, Aluminium und Eisen. Also, nochmals meine Frage. Was ist Chemie? Alles ist Chemie!